Hallo zusammen. Heute kann ich mit dem 902 weitermachen, denn das Flexrohr ist da, also das neue. Herzlich willkommen auf Michas Schrauberseite. Und hier hinten werde ich tatsächlich versuchen, diese gammelige Verbindung wieder dicht zu kriegen. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Lust, den Endtopf auszutauschen. Mal sehen, ob es klappt, ob ich den wieder dicht kriege. Aber angefangen wird vorne. Für den Einbau der ganzen Geschichte hätte man am besten drei Hände. Aber ihr seht, ich habe nur zwei davon. Deswegen muss ich mir hier ein bisschen was vorbereiten, bevor ich gleich mit dem Ding in der Hand hier drunter stehe. Und zwar zum einen sind hier die Gummis, an denen nachher der Cut aufgehangen wird. Die platziere ich immer schon genau an der richtigen Stelle, damit sie da sind, wo sie sein müssen. Dann brauche ich gleich nur noch zugreifen. Und zum anderen lege ich mir hier eine der Muttern hin, die für die Stehbolzen oben am Krümmer sind. Das Bild blende ich euch gerade mal ein. Da seht ihr jetzt den Krümmeranschluss oben, da sind zwei Stehbolzen. Und für einen davon habe ich mir hier die Mutter parat gelegt. Die liegt hier oben auf dem Blech vorm Kühler. Und die kann ich mir dann hier direkt greifen, wenn ich das gleich in der Hand habe. So, dann gehen wir dann mal und dann halten wir das mal in die richtige Richtung. So, ich fädel das jetzt da oben den beiden Stehbolzen ein, wenn ich das irgendwann mal treffe. Ja, jetzt. Gut, jetzt muss ich das nämlich mit einer Hand oben halten und hier eben die Mutter auf einen der Stehbolzen draufdrehen. Jawohl, geschafft. So. Jetzt kann ich nämlich da vorne loslassen und muss nur noch hier halten. Und jetzt hänge ich eben die Gummis ein. Und ich hätte mir Handschuhe anziehen sollen. Das wäre eindeutig die bessere Idee gewesen. So, jetzt seht ihr natürlich gar nichts mehr. Ich muss das hier erstmal ein bisschen. Aha, jetzt ja. Das ist doch schon besser. Puh. Das war die nervigste Stelle. Jetzt wird es einfacher. Als erstes versuche ich mal, das hier zusammenzukriegen wieder. Dass die schon mal grob in der Richtung sind. Jawohl. Gut. Jetzt werde ich anfangen, das Lambda-Sondenkabel mal nach oben zu führen und an der ersten Verbindung hier schon festzuschrauben. Aber dazu muss ich die Kamera abmachen. Das will ich euch nämlich zeigen. So, das ist also hier das Kabel. Upsala, so, das Kabel von der Lambda-Sonde. Und das hat hier so Stellen, mit denen es oben befestigt wird. Und eine davon ist da oben. Diese Stelle. Da muss es gleich dran und das mache ich jetzt erstmal. Jetzt hängt es da schon mal dran und jetzt werde ich das Kabel schon mal ein bisschen weiter nach oben legen. An den oberen Teil komme ich nämlich dann gleich von oben dran. So, dann hängen wir das da ein. So, und jetzt liegt das Kabel weit genug oben, dass ich da gleich von oben dran komme, wenn ich das Auto runterlasse. Gut, das wäre soweit klar, das hängt. Das ist auch eingehangen, der sitzt auch in der richtigen Position. Gut. Da muss ich jetzt nur noch da als nächstes festschrauben. Und dann werde ich anfangen, den Auspuff von vorne an bis nach hinten auch richtig auszurichten, dass der nirgendwo in die Karosserie schlägt. Damit geht es jetzt mal los. Also als erstes Auto runter. Jetzt geht es also darum, die Verbindung hier endgültig zu machen, also hier richtig festzuschrauben. Das heißt, ich kann jetzt erstmal die eine Mutter, die ich vorhin drauf gedreht habe, wieder losmachen. Jetzt ist das natürlich ein bisschen unter Spannung und geht nur, naja, doch, geht aber locker ab. So. Und natürlich müssen hier neue Dichtungen dazwischen. Die braucht man schon. Damit das hier vorne wieder dicht wird, sonst pfeift er da durch und dann wird es richtig laut. So, das heißt, ich ziehe das jetzt hier erstmal wieder ein Stück ab. Was gerade gar nicht geht. Doch, geht. So, jetzt muss ich das hier mit einer Hand festhalten und hätte natürlich besser vorher
Ja, gut, ich sollte vorher die Dichtungen auspacken. Immer vorher mal überlegen, was man tut. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. So, jetzt hält er erstmal wieder. Dann packen wir mal die Dichtungen aus und legen die schon mal hier lose hin. So, jetzt mache ich das wieder ab. So, jetzt kann ich das hier nämlich absenken. Genau, da ist es. So, und jetzt kann ich die neuen Dichtungen dazwischen legen. Die sollte man auf jeden Fall neu machen. So, die kann man jetzt natürlich auch schön an den Stehbolzen einhängen. So, und dann setzt man das Ganze wieder drauf. Jawohl, sehr schön. Na. Ich drehe hier mal eine Mutter richtig drauf. So, die hält. Das ist schon mal gut. So, also hier an den vorderen Stellen sind diese Stehbolzen. Da kommen die Muttern rein und hinten sieht das Ganze so aus. Und die muss ich jetzt da hinten durchfädeln. Und zwar wichtig ist auch durch die Dichtung durch. Ja, und dann dahinter das Gewinde treffen. Ja. Okay. Und die hier bei dem vorderen, die ist ein bisschen schwieriger zu treffen. Jetzt muss man irgendwie von hier unten. Nee, doch nicht. Mal von hier. Ja. Ah. Hm. Kaum schiebt man die Dichtung an die richtige Stelle, schon funktioniert's. So. Jetzt haben die gepackt. Die hat auch gepackt. Ja, haben alle gepackt. Gut. Dann fange ich jetzt mal an, die Gewinde hier so ein bisschen. So. Jetzt haben alle erstmal ihr Gewinde getroffen. So grob, damit da nichts mehr verrutscht. Und jetzt mache ich hier so ein ganz kleines bisschen Keramikpaste drauf, damit das nicht so völlig festgammelt und man das auch wieder aufkriegt, wenn man da nochmal dran muss. So, das war die eine Stelle für die Mutter hier vorne. So, die drehe ich jetzt hier drauf. Na komm schon. Na, super. Kann man echt mit der Hand schon schön drauf drehen. Das ist echt gut. Es funktioniert alles. So. Die erste sitzt. Dann nehme ich an der Stelle hier hinten die Schraube nochmal raus. Das trifft ja jetzt auch das Gewinde richtig. So. Und dann geht es hier weiter mit der Keramikpaste. So. Ein bisschen was aufs Gewinde, das reicht schon. Es geht halt nur darum, dass das nicht total zurostet und man dann, wenn man in ein paar Jahren nochmal da dran muss, dann die Dinger abreißen, weil da ist auch keinem mitgeholfen. Im Grunde sind jetzt alle drauf und haben auch gepackt. Und jetzt geht es dran, die festzudrehen. Und an der Stelle hier haben sich so gebogene Schlüssel, also entweder sowas in der Form oder in dieser S-Form, haben sich recht gut bewährt, weil hier doch nicht allzu viel Platz ist. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an hier. Dann kann ich nämlich jetzt bis hier hinten rumgehen. So viel Platz hätte ich hier sonst nicht. Ja, geht doch. So, die Verbindungen sind jetzt alle vier fest. Und als nächstes mache ich jetzt das Lambda-Sondenkabel hier noch fest. Das wird einmal hier drauf geschraubt, da habe ich die Schraube drin gelassen. Dann muss das Kabel hier unten drunter durch, unter dem Verteiler, hier langgelegt werden und hier ist der entsprechende Gegenstecker. Und das mache ich jetzt.
So, ihr seht also, das Kabel ist jetzt da festgeschraubt, geht dann hier unten durch, da unten, ist ganz schön dreckig hier, ne? Geht dann da unten durch und landet hier in diesem ersten Stecker. Dieses Steckerprinzip hier ist ungefähr, nicht nur ungefähr, sondern es ist genau dasselbe wie bei der DI beim 9.5. So, damit wären wir jetzt hier oben eigentlich fertig. Das heißt, wir können jetzt unten weitermachen. Stimmt aber nicht ganz. Eine Kleinigkeit habe ich nämlich noch vergessen. Das Hitzeschutzblech. Das werde ich jetzt hier erstmal wieder draufsetzen. Na komm. Ach ja. Genau. So. Das muss zuerst hier hinten eingefädelt werden, weil hier steht eine Schraube raus von der Servopumpe. Die guckt da so ein bisschen vor und da muss man dran vorbei. Aber jetzt sitzt es drauf und jetzt muss nur noch die Schraube rein. Oh, aber die kriegt auch ein bisschen Keramikpaste. Die werde ich auch nicht einfach so da reindrehen. So. Sollte reichen. Wo ist der Lappen, wenn man ihn braucht? Da. Ne. So, jetzt aber. Oder? Tatsache. So. Gewinde getroffen. Einmal festziehen. So. Jetzt ist auch das Hitzeschutzblech wieder dran. So, jetzt Auto hoch, unten weiter. Jetzt geht es wie gesagt darum, den Auspuff auszurichten, sodass der auch gerade hängt und nirgendwo anschlägt. Das Problem ist nämlich jetzt so, hängt er hier im Bogen ganz schön runter. Der müsste eigentlich dahin. Ja, fällt aber immer wieder runter. Und wenn ich den hier rauf und runter bewege, dann bewegt sich vorne am Cut die entsprechende Anschlussstelle. Das heißt, ich muss den erst hier an der Stelle richtig ausrichten, bevor ich ihn da vorne festmachen kann. Und dafür habe ich mir schon einen kleinen Helfer parat gestellt hier, meinen Getriebeheber. Den pumpe ich jetzt einfach hier unter das Rohr und dann sollte das gehen. Schon in der richtigen Richtung. Ah, Treffer. So, mal gucken, wie weit will ich. Ah, das sieht doch gut aus. Kann man auch immer mal gucken, wie das hier mit den Gummis ist in der Mitte, ob das einigermaßen mittig hängt. Ja. Und hier ist jetzt auch der Abstand ist richtig. Da oben passt noch meine Hand durch und er hat überall schön viel Abstand noch und ist einigermaßen mittig. Genau, bis da oben hin. So, jetzt kann ich hingehen und kann hier die Stelle am Cut noch mal ein bisschen sauber machen, ein bisschen Auspuffdichtmasse drauf und die Schelle draufsetzen. Das ist übrigens keine Fuscherei. Selbst im Werkstatthandbuch von Saab steht, man soll dieses Zeug benutzen. Das hier ist schon ein bisschen eingetrocknet. Ah ne, kommt. Ich mache das jetzt hier genau auf die Stelle, wo es hinterher undicht werden könnte. Oder undicht bleiben könnte, sagen wir mal so. Ich geh mal vom Licht weg. Ich stand über der Lampe. So, jetzt kommt die Schelle drauf. Die untere Schraube habe ich schon drin. Die obere habe ich hier noch in der Hand. Auch hier kann es nicht schaden, wenn man die Schrauben mit so ein bisschen Keramikpaste behandelt. Dann hat man die Chance, die irgendwann auch mal wieder aufzukriegen, ohne dass er abreißt, wie die eine Schraube hinten. Als ich das Ganze abbauen wollte. So, das sind 13er. Wo ist mein 13er T-Schlüssel? Ah,
Hier, wow, ein Griff und das richtige Werkzeug gefunden. Auch cool. So, diese Auspuffdichtmasse, die ich hier drauf gemacht habe, die härtet bei Hitze aus. Also sobald die heiß wird, härtet die aus. Und sollte dann das Ganze abdichten. So. Das sollte doch gehen. Ich glaube, hinten werde ich das aber vorher noch mal ein bisschen extern mit Hitze behandeln, bevor ich das Auto starte. Aber hier, das wird ja super schnell heiß und auch entsprechend sehr schnell fest. Gut. Jetzt geht es an der Stelle hier hinten weiter. Da werde ich wohl ein bisschen mehr von der Auspuffdichtmasse brauchen, um das wieder dicht zu kriegen. Aber vorher, ich habe da gerade noch was gesehen. Das könnt ihr so nicht sehen. Ich muss da, glaube ich, mal reinzoomen. Und dann ist es wahrscheinlich auch relativ dunkel. Jetzt seht ihr es vielleicht besser. Ah, ein bisschen raus. So. So, jetzt sollte es gehen. Das Gummi ist nämlich ganz schön rissig. Und da muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich noch eins habe. Das würde ich nämlich gerne tauschen. Ja, schade. Ich habe kein Gummi mehr. Ich habe zumindest keins gefunden. Also muss es das Gummi noch eine Weile tun. Ich muss mal welche bestellen. Mache ich auch jetzt. Aber jetzt geht es erstmal darum, das Ding hier dicht zu kriegen. Und da werde ich wohl erstmal ein bisschen kleistern müssen. Hier, wo man es alles so gut sieht, ist es ja noch relativ einfach. Auf der Rückseite wird es dann wahrscheinlich schwieriger. Aber das kriege ich schon hin. Wird auch gelacht. Das ist jetzt reichlich eingeschmiert und ich hoffe, das hilft. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass es hier hinten viel zu lange dauert, bis der Auspuff so heiß wird, dass das wirklich aushärtet. Und deswegen werde ich jetzt gleich erstmal die Schelle drauf machen und dann mal mit ein bisschen Heißluft das Ganze bearbeiten, dass es schon mal heiß wird und aushärtet. Das sollte helfen. So, für die kaputte Schelle vom Ausbau habe ich gebrauchten Ersatz gefunden. Ist zwar auch schon ein bisschen angegammelt, aber dann passt es wenigstens zum Rest der Optik. Ja, locker draufsetzen an der Stelle. Jetzt sitzt aber noch nicht so richtig. So ein bisschen mehr. Ah ja. So. So könnte es aber gehen. Wo ist der 13er? Ah ja, den habe ich schon in der Tasche. Bin vorbereitet diesmal. So. Versuchen es gleichmäßig anzuziehen. So, und wie gesagt, jetzt gehe ich einmal mit Heißluft drauf und erwärme das ein bisschen und dann wird es hoffentlich dicht. Schauen wir mal. Jo. Gut warm. Also nicht zu heiß, aber gut warm. Es riecht auch schon so ein bisschen nach dem Auspuff, also das sollte eigentlich gut sein. Wir werden es gleich testen. So, und zu guter Letzt gucken wir uns den ganzen Auspuff nochmal an, dass er überall gut zentriert ist und nirgendwo anstößt. Mit den Gummis ist auch soweit okay. Ja, das ist auch schon ein bisschen rissig hier, aber wie gesagt, die muss ich jetzt bestellen. Aber ansonsten, er schlägt nirgendwo an. Ist überall genug freigängig. Und auch zentriert, auch hier vorne passiert nichts. Der hat Spiel überall in alle Richtungen. Sehr schön. So, jetzt steht er wieder auf dem Boden. Alles ist soweit klar. Dann schauen wir doch mal, A, ob er läuft und B, wie sich das Ganze anhört.
läuft. Einmal Bremslicht testen. Oh, er hat tatsächlich einen leichten Pixelfehler entwickelt. In den letzten 7 Monaten Standzeit. So. 14 Grad haben wir hier noch drin. Ja, das läuft doch erstmal ganz gut. Also hier vorne klingt er wesentlich besser als vorher, weil er natürlich nicht mehr hier am Flexrohr vorbeipfeift. Und hier hinten klingt das ehrlich gesagt kein bisschen anders als vorher. Nö. Das ist genauso wie vorher. Also würde ich sagen, dicht. Sehr schön. Dann mache ich mal wieder aus. Jups. Sehr schön. Das finde ich gut. So. Im Übrigen, was noch aussteht, ist das hier. Komplette Fahrwerkgeschichte. Tragarme, also Querlenker mit Traggelenken, Stoßdämpfer, Domlager und so weiter und so fort. Aber das werde ich jetzt, bevor der übermorgen in Betrieb geht, nicht mehr hinkriegen, weil in Köln nämlich jetzt demnächst in 2 Wochen diese Messe ist. Und da hat der erste deutsche Saab Club, also wir, beschlossen, dass wir daran teilnehmen. Deswegen steht nämlich hier in der Ecke noch unser gesamter Messestand. Das ist alles Zeug, was wir für die Messe brauchen. Und ja, das lagert jetzt hier, weil meine Halle ist halt ganz in der Nähe von der Kölner Messe. Und deswegen machen wir das alles von hier aus. Hier nochmal das Plakat zur Messe. Also wer Lust hat, mal auf ein Gespräch oder einen Kaffee vorbeizukommen. Wir sind in Halle 6. Da findet ihr uns. Ja, so viel für heute. So wie es aussieht, hat das mit der Rettung des N-Tops tatsächlich geklappt, weil der scheint echt dicht zu sein. Klingt nicht anders als vorher. Und von daher, alles super. Wahrscheinlich wird er nur noch ein paar Monate halten und dann irgendwann ganz auseinanderbrechen. Aber hey, wenn er es bis Ende März schafft, alles super. Dann habe ich wieder eine Saison gewonnen. Was die Fahrwerkssachen angeht, da werde ich wahrscheinlich erst nach der Messe dazu kommen, das einzubauen. Das heißt, ihr bekommt es dann wahrscheinlich so um Weihnachten rum zu sehen. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, schaut doch einfach beim nächsten Mal wieder rein. Würde mich freuen. Also bis dann, auf Michael Schrauber Seite. Tschüss.